Servus zusammen, mein Name ist Rashko und herzlich willkommen zu einem neuen Cast Clash Lost Conflict Let's Play, hier heute mit einem Update-Info-Video. Ich will euch heute alles über das neue kommende Update zeigen, denn es sind ein paar verschwörerische Bilder gekommen und auch offizielle Bilder wurden veröffentlicht von der guten Firma IGG, die das Spiel hier entwickelt hat. Nun wissen wir natürlich alle, dass bald wieder Halloween ist und Halloween ist jedes Mal ein Event, an dem sich Castle Clash bzw. die Firma iGOT Games immer mal wieder ein riesen neues Event bzw. einen sehr, sehr guten Helden ausdenkt. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr ist der gute Vlad Dracula an Halloween rausgekommen, ein derzeitiger wirklich super starker Held, in den Wellen rasiert er wirklich alles glatt. Haar ohne ein jegliches Haar. Natürlich gab es davor auch ein Jahr mit Halloween und in diesem Jahr ist der gute Kürbisherzog rausgekommen. Das heißt, wirklich ein Must-Have-Held hier auch an Halloween. Das heißt, wir hatten den Vlad Dracula an Halloween, wir hatten den Kürbisherzog an Halloween. Darum bin ich natürlich dieses Jahr auch mega heiß auf das Halloween-Update und freue mich auf dann hoffentlich einen Helden, der vielleicht sogar... Nein, ich glaube nicht, dass es ein Splitterheld wird, aber ich hoffe mal ein Game-Only-Held, den man dann rollen kann, der dann aber auch natürlich, ich schätze mal, sehr stark wird. Ob man das denn will, noch einen so starken Helden, das ist natürlich immer Geschmackssache, das muss jeder selber entscheiden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieses Jahr an Halloween ein Held veröffentlicht wird, der dann vielleicht sogar ein Must-Have-Held im ganzen Spiel wird. Jetzt will ich euch aber erstmal das erste Bild einblenden. Das erste Bild hier ist ein Sneak Peek, auf welchem ihr den Kürbisherzog mit einer komischen Verkleidung, sei jetzt mal sehen. Und diese Verkleidung, die ist nicht irgendeine Verkleidung, diese Verkleidung soll uns zeigen, dass es bald neue Aussehen, neue Skins quasi für evolutionierte Helden gibt, beziehungsweise für den guten Kürbisherzog in diesem Bild. Es gibt auch noch ein anderes Bild, das blende ich euch jetzt einfach mal ein. In diesem Bild sehen wir hier dann quasi den guten Vlad Dracula, im Gegensatz dazu auf der anderen Seite den Ninja, hier auch quasi evolutioniert. Ich glaube, es wird am Halloween-Update dann auch so sein, dass dann wirklich jeder legendäre Held evolutioniert anders aussieht. Denn derzeit ist es natürlich so, ich sage es mal, wir haben den Zerstörer, wir haben den Eros, wir haben beispielsweise den Atlantico, aber wir haben nicht alle legendäre Helden, die bis jetzt anders aussehen. Sobald sie evolutioniert wurden und natürlich das Aussehen, das soll natürlich auch den Gegnern Angst machen. Ich denke mal, das wird jetzt bei allen legendären Helden nachgefügt. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen, beziehungsweise alle, die ihre Helden schon evolutioniert haben. Das waren bis jetzt die mir bekannten offiziellen Informationen, die von iGOT Games an die Welt da draußen, also an uns, gerichtet wurden. Jetzt gibt es natürlich viele Verschwörerungen, mein Deutsch ist heute wieder wunderbar, viele Verschwörungen. Denn nun will ich aber Verschwörungen aufstellen, beziehungsweise die Verschwörungen, die schon in den endlosen Weiden des Internets verbreitet werden, euch einfach mal vorzeigen. Denn auf der deutschen Forumseite im Hintergrund erkennt man einen neuen Held, sage ich jetzt mal. Erstmal natürlich den Kürbisherzog, den kennen wir schon alle. Und rechts daneben sehen wir eine neue Heldin. Es ist eine Hexe auf ihrem Besen. Eine Hexe auf ihrem Bösen. Jetzt plötzlich das Banner geändert vor dem Halloween-Update. Ich denke mal, da können wir uns vielleicht oder wahrscheinlich auf einen neuen fliegenden weiblichen Helden freuen. Hier, ich blende euch schon mal das Bild ein, wenn ich es nicht schon mal gemacht habe, quasi die neue Heldin, die vielleicht kommen wird. Kann natürlich auch einfach sein, dass sich iGOT Games gedacht hat, okay, die ganzen YouTuber denken wieder, dort ist hier ein neuer Held, in Wahrheit verarscht es uns nur. Wäre natürlich interessant, wenn so ein Held rauskommen würde, denn eine Hexe, das gab es noch nicht. Wäre natürlich auch perfekt passend zu Halloween, weil was ist naheliegender an Halloween als Kürbisköpfe, die wir schon hatten? Vlad Dracula und jetzt eine Hexe. Ich würde mal sagen, das passt wie das Auge auf die Faust. Also hier haben wir vielleicht schon einen festen Beweis für einen neuen Held. Kann natürlich, wie gesagt, alles nur eine Verschwörung sein. Auf den chinesischen und auf dem englischsprachigen Forum erkennen wir, wie gesagt, den evolutionierten Kürbisherzog und den evolutionierten Vlad Dracula hier in deren vollen Pracht. Man sieht auch im Hintergrund noch ein paar Kürbisköpfe und den guten Schnitter, aber mehr erkennt man auf dieser Website dann auch nicht mehr. Das heißt, derzeit nur auf dem deutschen Forums-Background, sei jetzt mal auf dem deutschen Forums-Hintergrund, auf der PC-Version, wie es auf dem
Portable, also wie es auf den Handy-Versionen ist. Dann kann ich euch leider nicht sagen, aber ihr könnt ihr gerne einfach mal unten in der Bibel schreiben, müsste der Link vom Deutschen Forum sein, einfach mal da drauf gehen und selber nachschauen. Zudem wurden natürlich auch schon Verschwörungen aufgestellt, welche Fähigkeiten diese Hexe hat. Dazu will ich aber mich noch nicht äußern, denn so weit wollen wir dann doch nicht vortreiben, aber beziehungsweise vortreiben, vorangehen. Ich werde, sobald ich neue Informationen habe, so schnell an meinen PC gehen und euch die Informationen die kommenden Tage raushauen wie nichts. Das heißt, einfach jeden Tag auf meinem YouTube-Kanal schauen und ihr seid die Ersten, die die neuen Informationen mitbekommen. Damit würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, ich freue mich riesig auf nächste Woche, auf das Halloween-Update. Wie gesagt, die evolutionierten neuen Designs, die sind uns auf jeden Fall schon mal sicher. Wahrscheinlich auch ein neuer Held, beziehungsweise eine neue Heldin. Wünscht ihr euch überhaupt eine neue Heldin, einen neuen Held? Oder denkt ihr, es sind genug? Wollt ihr vielleicht mehr beim Halloween-Update? Welche Ideen zum Halloween-Update habt ihr? Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Schreibt mir auch unten in die Kommentare, welche Ideen ihr zu der neuen Heldin habt, welche Fähigkeit sie hat und wie stark sie sein sollte. Ich werde am Montag, vorausgesetzt, das Update wurde noch nicht fertig angekündigt, ein Update-Ideen-Video rausbringen, in dem ich einen Helden vorstelle, dann wahrscheinlich die Hexe, aber mit fertigen Skill, mit fertigen Designs. Das wird auf jeden Fall Arbeit machen, aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie sie auf jeden Fall, wie stark sie sein soll, der Skill und alles andere. Und sonst, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ich wünsche noch einen wunderschönen Mittwochabend, eine wunderschöne Woche, egal wann ihr dieses Video anschaut. Und ich freue mich auf kommende Updates und auf kommende Videos und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.